Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3x TV. Heute mit Jewgeni Sokolowski, der diese Saison für Marco Stipp Motorsport fahren wird. Ja, du bist jetzt heute zum ersten Mal im Auto gesessen. Wie war's? Genau, das war heute erstmal für mich so Volltag Training. Natürlich ist es ganz anders. Ja. Fahrzeuge, mit welchen habe ich Erfahrung, das ist ein bisschen was anderes. Aber langsam komme ich zu meinem Speed. Das brauche ich noch ein bisschen. Okay. Wie ist das mit der Hitze? Ist das ein Problem für dich? Ja, das natürlich ist. Aber das kriege ich hin. Ist okay. Natürlich ist es mega heiß. Ja. Wir haben heute Wetter 33 Grad und im Fahrzeug, ich weiß nicht, vielleicht 60, 70 Grad. Das ist natürlich nicht einfach, aber geht, ja. Kann ich fahren. Ja, Loris Hesemann hatte gesagt, dass vor allen Dingen von der Bremse her total viel Hitze ins Auto kommt. Genau, ja. Das, von Bremse kommt Hitze und mein Fahrstil ist ein bisschen was anderes, weil letzte Zeit, ich habe viel mit Klasse GT4 gefahren. Mhm. Natürlich, das Auto mehr hat Komfort und von Fahrstil ist ein bisschen einfacher als Nesca-Fahrzeug. Aber das kriege ich hin, ja. Normalerweise fährst du ja auch in Venray die LMV8. Vor 2 Wochen haben wir uns da ja auch noch gesehen. Genau. Da war es auch ziemlich heiß. Wie ist da der Unterschied von den Fahrzeugen her? Hier im Nesca-Fahrzeug ein bisschen mehr Temperatur als im Venray, aber ungefähr gleich ist. Ja. Deswegen kenne ich diese Hitze kenne ich schon von Venray-Fahrzeug. Aber hier ein bisschen mehr, ja. Und hier muss man ein bisschen mehr arbeiten. Deswegen vielleicht merke ich das mehr. Du bist jetzt auch zum ersten Mal in Vallelunga, oder? Genau, ich bin erstmal in Vallelunga, ja. Wie liegt dir die Strecke so an sich vom Stil, vom Layout? Strecke, sage ich, mega interessant und macht mir richtig Spaß. Das macht Spaß fahren. Und was denkst du, wie es morgen für dich, beziehungsweise am Wochenende für dich laufen könnte? Ja, das ist... Morgen haben wir noch Freitraining, ja, das gucke ich nochmal meine Zeit. Ja, ich versuche, das für gute Rundezeit kämpfen. Das ist schwer zu sagen, weil das für mich, ich habe keine Erfahrung noch mit Fahrzeug, ich habe keine Erfahrung mit Race bei NASCAR-Fahrzeug. Natürlich, aber probiere ich. Ich versuche, das alles möglich rauszuholen. Ist es jetzt wichtiger, erstmal das Auto kennenzulernen und da das Gefühl für zu bekommen oder dann um die Plätze mitzukämpfen? Nee, glaube ich, besser für mich, Fahrzeug gut kennenzulernen, keinen Fehler machen, keinen Crash, weil Crash oder Fehler, das ist immer ein kleiner Schritt zurück. Deswegen, ich bin Fahrer, welcher macht, startet langsam und langsam kommt zum Geschwindigkeit, aber sicher, nicht Oberkopf springen. Okay. Dann wünschen wir dir viel Erfolg für das Rennen und danke, dass du Zeit für uns hattest. Danke, danke schon.